Bonjour les amis, bienvenue dans la grange napelcrétienne. Je m'appelle Blockster, nous parlons aujourd'hui quelque chose typiquement français. Chin. Magnifique. Hallo Freunde, keine Angst, ich habe nicht meine Muttersprache vergessen und das hier ist auch kein trockener Melo, den ich gar nicht mag, sondern das hier ist ein schöner 2020er Houston, Texas Zuckerlikör, haltiger Cocktail, Quatsch, ganz normale Coke. Ja, trotzdem reden wir heute über was, und ihr habt es ja schon gesehen bei der Setcard bzw. bei dem Thumbnail, über etwas typisch Französisches. Denn was gehört zu Frankreich wie das Mouror Atoll, wie Baguette, wie Rotwein? Genau, richtig. Wie Mirage. Beziehungsweise reden wir heute über das Combiset 5801, die Mirage 2000-5. Eine Version der Mirage. Die Mirage, der Inbegriff des Kampfflugzeuges aus Frankreich seit 1960, sind verschiedene Variationen dieses Flugzeuges bzw. dieser Flugzeugreihe im Einsatz. Und das ist für mich typisch französisch, denn es geht hier um die Kooperation von Kobi mit der Firma Dassault Aviation. Dassault kennt ihr auch vielleicht als Hersteller der Rafale. Im Kobi-Katalog schaut ihr, da gibt es sie auch als Set. Ganz wichtig, Dassault bzw. der Gründer von Dassault, der Herr Bloch, einer der führenden französischen Flugzeugpioniere. Denn, das vergessen wir immer, die Franzosen haben immer sehr viel eigene Militarier entwickelt, eigene Fahrzeuge und Kampfsysteme und auch gute. Die Geschichte des Zweiten Weltkriegs täuscht da immer viel über die Fähigkeiten der französischen Wehrindustrie beziehungsweise auch der Kampfstärke hinweg. Aber lassen wir das. Ich erzähle euch gleich wieder ein paar Facts rund um diesen Flieger, wenn ich das Set aufbaue. Jetzt bauen wir gleich die Kamera um und dann schauen wir uns mal den Karton ganz genau an. Freunde, da ist sie, die Mirage 2005. Mirage steht übrigens für Fata Morgana beziehungsweise für die Luftspiegelung bei Hitze in der Wüste. 400 Teile, Maßstab 1:48, aus der Armed Forces Reihe, hier in der Kooperation mit Dassault Aviation. Schöner Katalog, schöner Hintergrund, hier oben dieser Übergang ins Graue, gefällt mir richtig gut, und achtet mal hier auf ein Foto der originalen Vorlage. Schauen wir uns hier die Seite an, da sehen wir Mirage 2005 oder -5, das Logo von Dassault Aviation, ein Speer mit einem Kleeblatt. Die üblichen Zeichen, der berühmte Löwe und hier der Setname 5801. Hier unten sehen wir das übliche Made in the EU, die Anschrift und die Ansprechpartner der Niederlassung in Europa. Und hier steht Including Minifigures, da müssen wir drüber reden, das sehen wir gleich noch. Dann sehen wir hier mein Lieblingszeichen bei Kobi. Pet printed, dieses ganze Flugzeug, hier sehen wir es in der Draufsicht, hat keinen einzigen Aufkleber. Richtig schön. Fahrwerk müssen wir wohl drüber reden. Und hier sehen wir als Play Function die Querruder. Ja, hier oben nochmal die Draufsicht. Schönes Teil. Und jetzt kommen wir zum Highlight. Wie immer die technischen Facts auf der Rückseite des Kobi-Kartons. 400 Teile, ich habe es gesagt. 5801, Maßstab 1:48, und das sehen wir hier nochmal auf diesem Schild. Oh, das bedruckt ist ganz, ganz herrlich. Das ist wertig, das wertet so ein Stand immer auf, auch wenn ja Kobi technisch wahrscheinlich wieder ein bisschen wackelig sein wird, aber mit dieser bedruckten Teil wird es schön. Ja, das Fahrwerk habe ich schon gesehen, sieht wohl nicht so gut aus. Eine klappt, schauen wir mal, wie wir es machen, aber wir bauen es erstmal und bilden uns dann unsere Meinung. Das Set ist 32 cm lang, 12,5 cm hoch und hat eine Flügelspannweite von Kantenstein zu Kantenstein von 21 cm. Hier sehen wir nochmal als Play-Feature das Querruder. Und jetzt kommen wir mal zu den technischen Daten. Im Dienst seit 1999 bei der Armée de l'Air, also der französischen Luftstreitkräfte. Hier in der Version steht es als Multifunktionsflugzeug, aber ich habe gesehen, Luft-zu-Luft-Raketen, daher wohl ein Abfangjäger. Steht auch hier Air-to-Air-Missile und als Bewaffnung noch 2x
30mm Kanonen. Die Geschwindigkeit ist doppelte Schallgeschwindigkeit, Mach 2,2, eine Steigrate von 300 Metern die Sekunde, eine Reichweite von 1300 Kilometern und eine Dienstgipfelhöhe von ca. 15,5 Kilometern. Maschine wird angetrieben von einem Snecma M53P2 Triebwerk, hat ein Gewicht von 7,5 Tonnen, also fast so schwer wie ich, eine Höhe von 5,5 Metern, eine Länge von 14,36 Metern und eine Flügelspannweite in echt von 9,13 Metern. Ach Freunde, ich bin richtig gespannt, dieses farbliche Stückchen Klemmbaustein jetzt gleich mit euch auszupacken. Freunde, dieses wunderschöne Set habe ich von kobi-world.de zur Verfügung gestellt bekommen und da freue ich mich richtig drüber, denn es ist ein moderner Jäger, ich habe es schon erwähnt, und ja, ein richtiges Messer zum Öffnen dieser Kartons. Ihr wisst, wie schwer es mir fällt, Kartons aufzumachen, aber ich muss es immer mit meinem Messer machen, mit Flaschenöffner, da ich viel rede und immer etwas Flüssigkeit brauche und ja auch die Franzosen ein bisschen für die Auswahl von guten, trinkbaren Flüssigkeiten berühmt sind. Ja, hier immer mit dem Messer aufschneiden, wenn Klebereste da sind. Und jetzt lunzen wir gleich mal in den Karton rein und sehen schon, aha, die schöne Anleitung. Ja, auch wieder fast DIN A4 geknickt um die beiden Tüten. Hier sehen wir den schönen Druck. Da vorne auch die Schedules, also die technischen Daten der Mirage mit den ganzen CE- und Warnzeichen, Pad Printed und unten den Firmenaufkleber. Ja, die Anleitung, wir kennen es. Es wird gebaut, was farbig ist, der Rest ist entsättigt. Ja, ganz besonders freue ich mich immer auf die Teilelisten und hier sehen wir 103 Bauschnitte. Aber was ich sagen wollte, ist seit neuestem Jahr in den Anleitungen die Steine, die im Set vorhanden sind, ganz interessant für die Mocker oder Color Change Models Hersteller. Und da, ach, zwei schöne Flugzeugträger, die Enterprise und die Zeppelin, müssen wir uns auch nochmal irgendwie besorgen. Ja, da haben wir die Rafale und dort oben sehen wir schon ganz schön mein Lieblingspanzer aus der moderneren Reihe von Kampfpanzern, Mädchen Leopard 2. Gibt es ja auch schon ein Video hier auf meinem Kanal. Ja, jetzt legen wir die Anleitung an die Seite. Aha, ganz wichtig, Klammer gebunden, Zeug und Qualität. Hier haben wir eine Tüte und zwei Tüten, also zwei Bauabschnitt-Tüten mit. Und da sehen wir schon schönen Farben, dieses Hellblau und Pad Printed. Kobi, nochmal, schreib es größer auf den Karton, denn das hat so ja keiner. Jetzt schneiden wir mal hier den Karton auf mit meinem wunderschönen scharfen Messer. Freunde, ich glaube, ich brauche auch so ein brutales Rambo-Messer. Das sieht besser aus, so wie wir es kennen vom Thorsten oder von den Kastens. Ja, was haben wir an Tüten drin? Wir schauen es. Oh, ich habe schon gesehen, ein paar Steine sind lose. Also eine Tüte, genau, eine Tüte, zwei Tüten, drei Tüten, vier Tüten, fünf Tüten, sechs Tüten mit schönen Prints. 7, 8 und hier zwei runde Fliesen habe ich hier schon in der Hand, schwarz, blau. Das ist ja das, wofür Kobi berühmt ist, für diese wunderschönen glatten Teils abgerundet, mit denen man diese wunderschönen an Modellbau gleichenden Formen herkriegt. So, jetzt aber nicht lang schnacken, wir machen uns an das Bauen und ich freue mich da richtig drauf, euch ein paar Features zu der Mirage zu erzählen. Hallo Freunde! Spiebelzeit ist wieder Faktenzeit und ich habe euch versprochen, dass wir heute über etwas typisch Französisches reden. Und typisch Französisch ist ein Flugzeug der Klasse Mirage. Denn schon seit Mitte der 1950er Jahre werden in Frankreich Jäger, Jagdbomber, Bomber gebaut, die alle den Namen Mirage tragen. Ob es die Mirage F1 oder die Mirage 3 war, viele hunderte Versionen dieser Flugzeuge sind in der Welt im Einsatz. Heute reden wir über das hervorragende Kobi-Modell, was man hier schon beim Bauen sieht, 5801, nämlich die Mirage 2005. Die Mirage 2005 ist eine verbesserte Version der Vorgängerversion der Mirage, nämlich der 2000C. Die 2005 hat das modernere Radar, ein Glascockpit, neue Lenkwaffen und flog das erste Mal 1990. Sie ist bis jetzt der letzte Standard der
zurzeit in der französischen Luftwaffe im Einsatz ist. Die Mirage 2005 wird nach und nach durch die auch im Kobi-Portfolio befindende Rafale ersetzt. Die Mirage 2000, das Basisflugzeug, gibt es auch unter anderem als Atombomber. Das Vorgängermodell, die Mirage, wurde Mitte der 1950er entwickelt. Ganz charakteristisch sind die Deltaflügel. Deltaflügel haben eine starke Pfeilung, eine große Flügelfläche und sind damit optimal für hohe Geschwindigkeiten in großen Höhen. Die Mirage wurde von vielen, vielen Ländern eingesetzt. Vorgängerflugzeuge, die Mirage 3 und die Mirage F1, waren in fast jedem modernen Krieg unterwegs. Die Mirage 2000-5 wurde schon an mehrere Länder ausgeliefert. In verschiedenen Versionen stellt die Mirage 2000 in Frankreich über 300 Flugzeuge, in Ägypten ca. 20, in Indien ca. 40, in Peru um die 30, in Abu Dhabi um die 40, in Griechenland auch um die 40, in Taiwan um die 60 und im Katar weit über 20 im Dienst. Im Golfkrieg wurde die Mirage als Abfang- und Überwachungsjäger eingesetzt, aber aufgrund der schwachen Luftstreitkräfte der irakischen Armee kam die Mirage fast kaum in Gefechte. Für alle Mirage 2000-Versionen hat die französische Waffenindustrie eine Vielzahl an Kampfmitteln entwickelt, getestet und produziert. Die korrekte Zusammenarbeit der Waffenelektronik mit den Flugzeugsystemen ist somit sichergestellt. Mögliche Bewaffnung für die Mirage 2000 sind ungelenkte und intelligente Bomben, Luft-Luft- und Luft-Boden-Raketen aller gängigen Reichweiten und auch, wie schon erwähnt, Nuklearraketen mit einer Reichweite von ca. 100 Kilometern. Diese Version ging aber nicht in den Export. Das Flugzeug ist als Jäger, Jagdbomber, Aufkläger und als Träger für Abstandswaffen im Dienst. Einige wenige Maschinen dienen auch als Experimentalflugzeug. Die Mirage ist somit schon fast am Ende ihrer Dienstzeit angekommen. Ich habe euch gesagt, die Rafale wird sie langfristig ersetzen. Damit geht eine lange Geschichte von Delta-Flugzeugen in der französischen Luftwaffe zu Ende. Wobei die Rafale auch ein Delta-Flügler ist, ähnlich wie der Eurofighter, aber ausgestattet ist mit Entenflügeln. Salut! Wir sind am Fin, am Ende dieses Videos. Wir gehen in die Abschlussbesprechung der Mirage 2000-5. Ein tolles Set, 400 Teile, die Kobi-Set Nummer 5801. Vielleicht interessiert ihr euch auch für die Rafale, den Nachfolger. Kann ich euch auch nur empfehlen, die Kobi-Set Nummer 5802. Findet ihr vielleicht auch in den gängigen Online-Shops wie Kobi World oder Co. Ja, kommen wir zu diesem Set. Der Karton wunderschön, habe ich euch schon gezeigt. Ich mag dieses graue Design. Alles Wichtige steht drauf. Er geht mal kurz hier nach unten. Die Anleitung auch gut. Habe ich kaum Probleme mit gehabt. Achtet nur ein bisschen auf die bedruckten Teile und da kommen wir jetzt drauf. Das ist ganz klar die Stärke dieses Sets, die bedruckten Teile. Überall die Korkaden der französischen Luftwaffe, die Symbole. Das Rescue bzw. Sauvetage heißt es wohl hier. Wie gesagt, ihr habt es ja gemerkt, ich kann nicht gut Französisch. Überall bedruckt, überall tolle Decals, halt padprinted. Kobi, das macht ihr echt klasse. Also ich kann es euch echt nur empfehlen. Daher ist schon mal das Set hier ein wirklicher Augenschmaus. Abgesehen von den schönen farbigen Teils, diese bunte Bauweise, die einem es auch ein bisschen spannend macht, dieses Set zu bauen, die bedruckte Haube und natürlich hier vorne das bedruckte Schild, das Teil, richtig schön. Kobi, das habt ihr da gut gemacht. Es bleiben auch einige Teile über. Ihr seht es hier, sogar zwei Luft-Luft-Raketen, einige dieser flachen Teils, den übrigen Baurichtungsumkehr auf Nopper, auch so ein paar Noppen plus C-Claims von Kobi. Also bei den heutigen Sets hat man es gar nicht mehr so oft, das Teil überbleiben, hier sogar eine ganze Handvoll. Ja, jetzt gibt es aber ein, zwei Schwächen auch noch bei diesem Set, das muss ich sagen und ihr habt es vielleicht schon bei dem einen oder anderen Video gesehen, das Fahrwerk, das ist wirklich leicht instabil bei diesem Flieger, es kracht leicht zusammen und vor allen Dingen sieht es eingeklappt nicht wirklich schön aus, es steht hervor,
Eigentlich müsste es ja verschwinden. Gut, bei der Bauweise nicht machbar. Ich kann euch da nur empfehlen, macht es einfach ab. Hier aus diesen C-Claims, ja, Kobi-mäßig hält es sehr fest. Hier vorne ist es eh relativ schlecht gemacht, da es nämlich nur auf einer Jumperplate hält. Macht es ab, wenn ihr es auf den Stand hier packt und schon habt ihr den Flieger in der Luft, in der Aktion. Weitere Schwäche war für mich, ich habe diese Spitze hier nicht so gut drauf bekommen. Ich musste einmal auseinanderbauen, dann ging es. Und ja, noch kleine Schwäche ist nämlich die angedeutete Minifigur, die nämlich nur eine halbe Minifigur ist, sogar auch von der Größe und auch ein bisschen andere Bauweise, als wir es kennen. Aber das ist auch alles gar nicht so wichtig, denn der eigentliche Star ist ja hier der Deltaflügler, die Mirage. Und die ist gut gelungen, hat Spaß gemacht zu bauen. Wie gesagt, durch diesen Farbwechsel war es sogar einigermaßen sehr interessant. Und von daher sind diese ganzen Punkte, die ich gerade gesagt habe, wirklich kein großes Manko und wiegen die Schwächen auf. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaut bald mal wieder rein. Hier bei mir in der neuen Noppenklötzchen-Scheune. Kobi-Sets werde ich immer vorstellen, wenn sie gerade so eine Qualität haben wie dieses Flugzeug hier. Ich freue mich richtig drauf. Ja, also lasst einen Daumen da. Vielleicht, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert ihr meinen Kanal. Auch vielleicht schaut ihr mal bei Instagram vorbei. Da poste ich immer ein bisschen drumherum um mich und diesen Kanal. Und Freunde, ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Also auf Wiederbauen, euer Blogstar oder au revoir.